Ja, der kleine Schritt zur belebten Materie. Wie klein ist der Schritt? Es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich, seit ich zurückdenken kann, mir keine Frage wichtiger erschien, als die Frage, was Leben eigentlich ist. Und zwar vor allem um mich selber als Mensch und uns Menschen zu verstehen, die wir uns ja als sozusagen als krönende Ende des Prozesses begreifen, der irgendwann vor 3,5 bis 3,7 Milliarden Jahren, ich kann Ihnen da leider keine genauen Daten liefern, ich bin nicht an dieser Origin of Life Forschung, an der historischen beteiligt. Ja, es war tatsächlich immer mein ganz großes Wunder über dieses Phänomen des Lebens. Und dass ich nicht Biologie studiert habe, sondern Physik, liegt ganz einfach daran, dass ich immer schon ein relativ schlechtes Gedächtnis hatte. Ich konnte immer sehr gut rechnen, aber mir ganz schlecht Sachen merken. Das ist bis heute so. Da verzweifle ich auch bis heute an meinen Kollegen in der Biologie, die mir alle möglichen Abkürzungen für Proteine immer an den Kopf werfen, die ich mir natürlich alle nicht merken kann. Die Frage ist, mit diesem Muss man sich eigentlich merken können, wenn man an dieses fundamentale Phänomen des Lebens heran will. Ich habe Physik studiert, bin dann bei, wir haben es gehört, Manfred Eigen irgendwann vor der Tür gestanden, weil er mir als derjenige galt, der tatsächlich diese Fragestellung, was ist Leben, von physikalischer Seite, okay, ein bisschen zu klein, es tut mir leid. So. Ja, die geht. Ich muss einfach ein bisschen drauf anfassen. Ja, aber eine Doktorarbeit für mich hätte, denn das hat mich, ich dachte, Evolutionstheorie, wunderbar, Physik, Theorie, bloß nicht so nah ran an diese lebenden Systeme. Und da hat sie mir gesagt, ja, das tut ihm leid, aber er hat keine Doktorarbeit im Bereich Evolutionstheorie und diese eher philosophischen Fragestellungen mehr. Er möchte sich jetzt ganz klar auf experimentelle Fragestellungen beschränken und hat aber ein neues Steckenpferd, nämlich die Einzelmolekülspektroskopie. Und da dachte ich, oh Gott, das ist eine Einzelmolekülspektroskopie, das wollte ich ja nun eigentlich nicht machen. Ich wollte ja eigentlich wissen, was Leben ist. Und möglicherweise, muss man sagen, habe ich mich eines Besseren besonnen, denn er hat mich herumgeführt in die Laserlabors, die es damals gab und die es auch heute noch gibt. Und das hat mir sehr gefallen. Die Mikroskope, die Laser, alles so klein und optisch, und das fand ich gut. Und da habe ich dann glücklicherweise begonnen, eine experimentelle Doktorarbeit zu machen über etwas ganz anderes eigentlich, über die Möglichkeit, einzelne Moleküle in wässriger Umgebung zu detektieren, Fluoreszenzmarkmoleküle. Und natürlich immer schon Biomoleküle, das Ganze hatte natürlich einen lebenswissenschaftlichen Kontext, das war am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, ja, selbstverständlich. Aber es war alles eigentlich so ein schöner, schonender Kontext, weil es war alles in wässriger Lösung, man konnte alles schön definieren, die Moleküle, damals waren es DNA, RNA-Moleküle, Konzentration einstellen, alles wunderbar. Ich habe diese Methode entwickelt, bin mit der Methode sehr weit gekommen, muss man sagen. Ich habe eigentlich sowohl meinen Lehrstuhl als auch meinen Leibniz-Preis mit der Einzelmolekülspektroskopie gewonnen und nicht mit diesen philosophischen Fragen. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Methode entwickelt, mit der man nicht nur Einzelmoleküle sehen kann, sondern sie auch in ihrer Interaktion miteinander studieren kann. Also sozusagen in der lebenden Zelle messen, wie ein Molekül A mit dem Molekül B interagiert. Das ist relativ interessant, das finden Biologen gut, finden sogar Mediziner gut und deswegen hat man dann ein gutes Leben, wenn man so eine Methode entwickelt. Und damit habe ich mich wirklich sehr lange, sehr gut sozusagen unterhalten und meine Leute auch. Und dann sind wir aber immer biologischer geworden. Irgendwann wollte man nicht mehr in der Zellkultur messen, sondern im lebenden Embryo. Weil das ist natürlich der heilige Gral der Biologie oder der Lebenswissenschaften, im physiologischen System messen, nicht in ja, Zellkultur, fein, aber richtig, richtig ist halt dann doch das lebende System, der Embryo, der ganze Körper. Und da kam dann der Wendepunkt in dieser experimentellen Karriere, weil ich irgendwann bemerkt habe, dass diese tolle Methode, mit der man so wahnsinnig präzise messen kann, im Embryo nur noch Rauschen generiert. Es war ein Rauschen, das meinen biologischen Kollegen, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, begeistert hat. Er hat gesagt, die Werte sind gut genug, das ist diese Statistik, das macht doch nichts, wenn die Fehlerbalken halb so groß sind wie die ganze Abbildung, macht nichts. Das ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Fand Nature auch, obwohl wir das dann publiziert hatten. Aber ich hatte dann keine Lust mehr. Ich habe gesagt, also wenn ich nur noch Fehlerbalken von dieser Qualität messen kann, dann kann ich nicht wirklich sagen, dass ich noch verstehe, was in diesem System passiert.
Und da habe ich dann tatsächlich fundamental überlegt, ob Leben eigentlich so kompliziert sein muss. Ob Zellen und Prozesse, die wir in Zellen messen, ob die tatsächlich so kompliziert sein müssen. Denn natürlich gab es in der Bearbeitung dieser Publikation ganz viele Vorwürfe. Ja, ihr habt dieses Molekül nicht untersucht und dieses habt ihr auch nicht mal untersucht. Und wir müssen doch in diesem Kontext messen, in diesem Organismus, und ansonsten ist alles nicht brauchbar, was ihr macht. Und da habe ich mir dann wirklich die Frage gestellt, die ich mir so vor ganz langer Zeit gestellt habe, aber irgendwie wieder vergessen zwischendrin, und habe überlegt, ja, ich habe jetzt in diesem Zebrafisch-Embryo gemessen, aber eigentlich interessiert mich überhaupt nicht für Zebrafisch-Embryonen. Ich interessiere mich eigentlich für Zellen, die so einfach sind, dass sie Zellen sind, aber dass man doch präzise messen kann in ihnen. Gibt es sowas? Meine Biologenkollegen haben gesagt, ach, vergiss es, das sind alle so kompliziert. Und natürlich, eine kleine Literaturrecherche zeigt, dass wir immer sie nach dem kleinsten, einfachsten Organismus gucken, unter 1000 Genen wird es nicht gehen. Ja, ist nicht schön. Also jedenfalls für jemanden, der gerne quantitativ misst. Denn das heißt ja, man muss im Grunde jeden Parameter kennen, den man da misst, wenn man es wirklich quantitativ machen will. Und ich komme jetzt gleich irgendwann von dieser ersten Folie weg, keine Angst, aber ich wollte mir so als Appetizer präsentieren, wie ich überhaupt zu dieser Art von Forschung gekommen bin. Irgendwann habe ich mir dann tatsächlich die Frage gestellt, okay, wenn es tatsächlich heute, gut, es sind jetzt 3,5 Milliarden Jahre oder noch länger, dass es das Leben auf der Erde gibt, aber wenn es nur noch so komplizierte Zellen gibt, die mindestens 1000 Gene haben, das ist noch viel schlimmer, 100.000, ja, gibt es auch einfache? Gäbe es die Möglichkeit, eine einfache Zelle zu haben, wo es nur ganz wenige Prozesse gibt, ein paar ganz wenige Moleküle, die dann so ein Physiker vielleicht irgendwie, wo wir alle kennen könnten, oder uns überhaupt nur den Namen von allen merken könnten. Und wie gesagt, meine Biologen haben gesagt, vergiss es, das wird nicht gehen. Ohne Komplexität ist Leben nicht vorstellbar. So, das gefällt mir natürlich jetzt nicht. Wir sagen das einfach so, ohne Komplexität ist Leben nicht vorstellbar. Das stimmt mit meinem Erfahrungswert überein, aber irgendwann in diesen 3,5 Milliarden Jahren war das mal nicht so kompliziert. Denn seit 3,5 Milliarden Jahren gibt es Evolution. Und wenn es etwas zu sagen gibt über Evolution, dann ist das immer komplizierter. Denn da fängt keiner an, was zu als ein Organismus, und dann kämpft der gegen andere, man muss dann sozusagen wettrüsten. Ja? Also es ist, seit es Leben gibt auf diesem Planeten, mit Sicherheit immer komplexer geworden. Und das Ergebnis sehen wir heute, wenn wir uns angucken. Und unsere Vielfalt von Genen und Prozessen. Ja, und damit steigen wir jetzt mal ein, nämlich mit einer Definition, und da begebe ich mich auch schon wieder auf Glatteis, denn ich bin ja eigentlich kein Biologe, aber auch wenn man das Internet bemüht und nicht nur Wikipedia, sondern alle möglichen anderen Seiten und versucht, eine Definition für Leben zu finden, man wird keine finden. Es gibt nicht die eine Definition für Leben. Es gibt ganz viele Kriterien, die Leben erfüllen muss, und die meisten können wir selber so aus dem Stegreif, die wichtigsten. Ja? Also Leben muss sich reproduzieren. Ja? Leben hat einen Stoffwechsel. Leben wächst. Dann so seit 50, 60 Jahren gibt es ein bisschen akademischere Kriterien, die man an Leben anlegt. Natürlich Information, seit wir die DNA kennen, wir sind jetzt Informationsspeicher. Leben bewegt sich, Leben interagiert mit der Umgebung. Leben ist sterblich. Das ist jetzt vielleicht kein naturwissenschaftlicher Begriff, aber es ist natürlich richtig. Und dann ganz unten, da sind sie etwas, sagen wir mal, die dann schon komplizierter werden, begreifen, was es bedeutet. In der NASA-Definition des Lebens steht, dass Leben der darwinschen Evolution unterliegt. Also darwinsche Evolution konstitutiv ist für lebende Systeme. Aber was heißt denn das überhaupt? Warum eigentlich? Und dann hat Leben, und ich denke, das sage ich jetzt wirklich nur als Erfahrungswert, und das ist eigentlich das, was mich als Kind so fasziniert hat und bis heute fasziniert. Ich habe das Gefühl, und es ist nur ein Gefühl, und ich habe keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Leben irgendwie gerichtet ist. Es läuft immer in eine Richtung. Es wird immer komplizierter. Aber es gibt keinen umkehrbaren Prozess. Die Evolution geht nicht zurück. Vielleicht mal kurz, ne? Aber nicht vollständig. Also was wir an physikalischen Gesetzmäßigkeiten normalerweise kennen, physikalische Gesetze können wir umkehren, ne? Sind wir die meisten, seitdem wir leben. Evolution ist es nicht, Leben ist es nicht. Warum eigentlich? Was ist da dran? Aber jetzt machen wir es wieder ein bisschen einfacher.
Was man ganz sicher sagen kann, ist, dass alles Leben, das als Leben definiert ist, zellulär verfasst ist. Das Leben ist immer eine Zelle. Das ist diese Debatte, sind Viren eigentlich Leben? Strikt nein, denn Viren sind keine Zellen. Eine Zelle heißt, es muss einen Metabolismus geben, einen Stoffaustausch. Die Information liegt innen drin, es ist eine Hülle außenrum und alles, was man zum Leben braucht, ist da innen drin. Und dann gibt es die interessante Erkenntnis, die mittlerweile auch schon sehr alt ist, die aber einen wesentlichen Meilenstein in der Naturwissenschaft markiert, nämlich dass Leben oder dass Zellen immer aus bereits existierenden Zellen kommen. Wenn man das weiß, was vorher war, dass Leute nämlich spekuliert haben, dass es irgendwie in Fäulnis, in Schlamm irgendwie plötzlich Leben entsteht, dann ist es natürlich ein großer Meilenstein zu sagen, nein, aus Fäulnis und Schlamm entsteht kein Leben. Wenn Leben aus Fäulnis und Schlamm rauskommt, dann war da vorher schon Leben drin. Ja, also Zellen können immer nur aus existierenden Zellen kommen. Aber die Henne und das Ei. Irgendwann muss doch mal eine angefangen haben, eine Zelle zu sein. Wie kam es denn zu der? Warum kommt es nicht andauernd zu diesem Prozess, der damals war? Können wir uns das irgendwie erklären? Das wird schwierig. Und da kommen wir dann zu dem, was ich einleitend gesagt habe, zu der Motivation unserer Forschung. Wenn wir tatsächlich versuchen, eine einfachstmögliche Zelle zu bauen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, dahin zu kommen. Die eine Möglichkeit, die wird aufgegangen, vielleicht nicht ganz mit dem sozusagen philosophischen Anspruch, aber doch mit einem eher ökonomischen Anspruch, nämlich zu sagen, Biotechnologie basiert ja auf Zellen. Und Biotechnologie basiert darauf, dass wir Zellen, normalerweise Bakterienzellen, dazu bringen, etwas für uns zu tun, was die eigentlich nicht machen. Das heißt, wir bringen Gen in dieses Bakterium ein und da sich die Bakterien so schön vermehren, kriegen wir ganz viel von dem Produkt dieses Gens, ob das jetzt ein Wirkstoff ist, Antibiotikum, was auch immer. Ein Antibiotikum kriegen wir ganz schlecht aus Bakterien, aber zum Beispiel Insulin, ja. Das Problem ist natürlich, dass der Wirtsorganismus, der das produziert, natürlich eine Steuer verlangt. Denn es lebt ja, dieser Wirtsorganismus lebt. Das heißt, wenn ich in rein ökonomischen Begriffen denke und sage, so, ich möchte jetzt ganz viel von diesem Produkt, dann möchte ich natürlich eigentlich, dass dieser Organismus dieses Produkt möglichst billig für mich produziert. Möglichst billig heißt mit möglichst wenig Energieaufwand und das heißt wiederum mit möglichst wenig anderen Prozessen, die in diesem Organismus ablaufen. Das heißt, für diese Art von Produktion wäre es wahnsinnig praktisch, wenn man die einfachste Zelle hätte, die nichts anderes macht, als sich vermehren und unser Leben. Ja, das wäre schön, wenn man das hätte. Und das versuchen tatsächlich, also nicht ganz so plakativ, wie ich das sage, aber es versuchen tatsächlich einige Biotechnologen auf die Art und Weise an einen reduzierten Organismus zu kommen, indem sie sozusagen von oben anfangen, einen Organismus nehmen, der möglicherweise schon sehr klein ist, frequenter ist, ein sehr, sagen wir mal, sehr bekannter Protagonist dieser Richtung. Der nimmt ein Mykoplasma, das ist ein schon sehr kleiner Organismus, der hat nur 1000 Gene und versucht dann durch ganz gezieltes Ausschalten von nicht unbedingt lebensnotwendigen Genen den zu minimieren. Das hat er tatsächlich geschafft, den auf die Hälfte runter zu kürzen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Das Problem ist, für diesen 500, die noch drin sind, sind jetzt 170 oder 150 im überhaupt nicht bekannt. Es ist völlig unklar, für was die da sind. Die muss er reintun, sonst geht das Ding nicht, aber er weiß nicht, für was die sind. Ja, also finde ich nicht so den Ansatz, den ich so für mich akzeptieren würde. Zudem kann ich das nicht so gut wie Gene auszunommen. Das heißt, wir wählen den anderen Ansatz. Und der, denke ich, ist von der Physik und der Chemie etwas naheliegender. Nämlich zu sagen, irgendwann muss es mal angefangen haben, aus nicht belebten Bausteinen muss ich mal ein belebtes System geformt haben. Wir wissen die Bausteine nicht mehr, wir können nur noch mutmaßen. Wir können vielleicht aus den heutigen belebten Systemen uns Module oder Motive abgucken, wo man sagt, diese Motive, Informationsspeicher, eine Hülle, diese Motive müssen da irgendwie drin sein. Und können versuchen, aus Modulen, und ich sage jetzt absichtlich nicht aus Molekülen, sondern aus Modulen,
funktionalen Modulen etwas zu bauen, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Und das ist der Ansatz. Und ich kann Ihnen leider nicht sagen, dass wir es schon erreicht haben. Das wäre schön, aber das dauert noch ein bisschen. Aber ich kann Ihnen zeigen, warum es nicht völlig absurd ist, sowas zu tun. Und ich hoffe, das wird Ihnen auch ein bisschen gefallen. Ja, was ich vielleicht dazu sagen sollte, diese kleine Warnung an Studenten, die das vielleicht ganz toll finden, diese Art von Forschung. Diese Art von Forschung ist keine wirklich biologische Forschung. Und wie man so sagen, von der Warte des Mediziners oder des Biologen auf diese Art von Forschung guckt, dann findet man oft, dass das eigentlich gar nicht richtig Biologie ist. Weil diese sogenannte physiologische Relevanz, und die physiologische Relevanz, habe ich vorher ja schon gesagt, die steigt, je komplizierter die Systeme werden, eigentlich je ähnlicher die Systeme der Menschen sind, desto relevanter ist etwas. Und die sinkt leider dramatisch im gleichen Maß, wie die meiner Meinung nach fundamentale Relevanz der Fragestellung steigt. Das heißt, in dieser Art von Forschung ist man wirklich ganz, ganz tief in der Grundlagenforschung. Und auch wenn Sie vorher gesagt haben, dass es möglicherweise mal da biotechnologische Anwendungen gibt, da kann ich nur sagen, Teflonpfanne vielleicht. Ja. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich sehe es jetzt nicht um die Ecke. Aber ich werde natürlich froh. Ich will Ihnen noch kurz zeigen, auch um ein bisschen Spaß in die Sache reinzukriegen, warum ich glaube, dass der Venter, der Top-Down-Ansatz nicht so richtig greift in der Art von Fragestellungen, was denn eigentlich die fundamentalste Zelle sein könnte. Wir haben ja schon gehört, 150 Gene, von denen weiß ich dann, was die sind. Ich finde immer ganz gerne diese Karikatur. Diese Karikatur ist eine Karikatur eines amerikanischen Zeichners, Ruth Goldberg, der in den 50er Jahren für verschiedene Zeitschriften solche netten kleinen Maschinen konstruiert hat. Was Sie hier sehen, ist ein Bleistiftspitzer. Sieht man auf den ersten Blick, dass es ein Bleistiftspitzer ist. Wenn man Bleistift spitzen will, muss man einen Drachen steigen lassen, der dann so eine Glasglocke, ganz links ist das, aber die Glasglocke öffnet, da kommen Motten raus, die fressen dieses Hemd, das wird leichter, dadurch kommt der Stiefel runter und ein Schalter an, da unten ist Bügeleisen, das ist dann, wird dann heiß und brennt ein Loch in das, was da liegt. Da gibt es dann Qualm, der Qualm steigt in den hohlen Baum, das ist ein Opossum, das mag ein Qualm nicht, springt dann in den Korb, der Korb kommt runter, da geht ein Käfig hoch und das ist dann Specht und ihr macht den Bleistift spitz. So kann man das machen. Muss man natürlich nicht. Ja, wenn man merkt, dass es irgendwie nicht geht so, dann gibt es da ganz rechts so ein kleines Messer zum Abkürzen. Ja, aber was hat das jetzt mit der Zelle zu tun? Was Sie hier sehen, ist im Grunde eine Ausprobiermaschine. Ja? Also da gibt es ganz verschiedene Module, die ganz verschiedene Zwecke haben. Bügeleisen nimmt man normalerweise eben nicht zum Bleistiftspitzen und Motten eben auch nicht, aber man kann sie benutzen, wenn man es so macht. Ich will jetzt nicht sagen, wie effizient diese Maschine ist, aber wenn sie funktioniert, ist es ja eigentlich, wenn man jetzt nur einen Drachen und das alles hat und das Messer nicht hat, kann man dadurch zum Ziel kommen. Und das Interessante ist, dass es vermutlich eine Maschine ist, die Evolution funktioniert, wie Evolution Funktionen generiert, relativ nahe kommt. Evolution heißt nämlich, ich hab da ein Molekül und da eins und die finden plötzlich raus, dass wenn sie zusammenkommen, dann können sie noch was, was sie vorher nicht konnten. Das heißt, wenn sie die Sachen alle zusammenbringen, können sie plötzlich schon Bleistifte spitzen, was vorher gar nicht angelegt war im System. Das heißt eigentlich, so doof die aussieht, die Maschine, wenn man weiß, dass es Messer gibt oder Bleistiftspitzer, vielleicht ist sie gar nicht so blöd, ne? Weil sie viele Dinge gleichzeitig macht. Bügeleisen kann man auch noch was anderes machen. Und es entspricht eigentlich der Art der Verkettung von Funktionalitäten, die wir in lebenden Systemen vorfinden. Sie werden das nachher noch sehen, wenn Sie gucken, wie Zellen bestimmte Prozesse orchestrieren, die in ihnen ablaufen. Da steht man manchmal davor und denkt, wieso machst du das jetzt so, Zelle? Ich würde es ganz anders machen. Aber die macht es halt so. Ja? Die ist auch erfolgreich damit. Weil sie vielleicht mit diesen Molekülen, die da so seltsam daherkommen, auch ganz andere Sachen vorhat. Aber als Ingenieur wird es anders machen. Guter Grund, meiner Meinung nach, nicht an diesen, wie nennt man so schön, diese konstruierte Biologie, denn, wo Gott da sitzt und malt, zu glauben. Also Gott, wenn der das wirklich so macht, schon. Aber ich will es nicht. Ja, da ist nämlich sehr schön zu sehen, wenn Sie jetzt den Winteransatz machen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal, wir gucken jetzt mal, ob Bügeleisen wirklich wichtig sind zum Bleistiftspitzen, wir nehmen das Bügeleisen jetzt mal raus, dann finden Sie, geht nicht mehr. Oh, dann braucht man tatsächlich Bügeleisen zum Bleistiftspitzen. So geht es nicht. Ne? Man kann es auch anders machen. Und das ist die Idee,
sozusagen der Physiker und Ingenieur anhat, und da würde ich mich doch eindeutig zu letzteren zählen, also einmal mal nachdenken, wie könnte man es denn überhaupt machen? Wenn wir die Zellen das heute nicht mehr so machen, diese Prozesse so orchestrieren, wie man selber sie machen würde, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht mal so war. Und Beispiel des Vogelflugs oder des Flugs generell zeigt ja auch, man kommt durch Nachdenken oft weiter, als wenn man nur imitiert. Also als Menschen versucht haben, Flugmaschinen so zu bauen, dass sie aus einem Vögel hat, nicht gut funktioniert. Und als sie versucht haben, aufzuschreiben, wie die Aerodynamik aussieht und welche physikalischen Gesetzmäßigkeiten gelten, da hat es dann ganz gut funktioniert. Das sieht dann zwar nicht mehr so hübsch aus wie ein Vogel, aber es ist sehr effizient. Und das ist genau der Ansatz, den ich versuche sozusagen zu verfolgen, sagen, einen Ingenieuransatz zu überlegen, was braucht man denn, und dann zu gucken, können wir es denn bauen. Und überhaupt nicht so ganz genau hinzugucken, ob die Zelle es wirklich so machen. Am Abschluss. Natürlich die Inspiration am Anfang, die kommt natürlich aus der Zelle. Ja, mit was fangen wir an? Was ist sozusagen das allererste Kennzeichen eines lebenden Systems? Und das allererste Kennzeichen eines lebenden Systems ist gar nicht reduziert auf lebende Systeme, sondern das finden wir auch sonst in der Natur. Und zwar ist das die Fähigkeit zur Musterbildung, zur Selbstorganisation. Und das heißt, dass Sie, wenn Sie, Sie kennen alle das Problem, dass Energie meistens, vor allem in unaufgeräumten Zimmern, immer zunimmt. Das heißt, die Natur strebt nach Gleichverteilung, vor allem von Gasen und Flüssigkeiten, sind alle Teilchen möglichst gleich verteilt in einem Gefäß, wenn man sie lang genug da drin lässt. Was nicht vorkommt, ist, dass sie sich entmischen und plötzlich alle auf eine Seite gehen. Das passiert normalerweise nicht. In lebenden Systemen passiert genau das. Ja? Da bilden sich plötzlich Gradienten aus. Gradienten heißt, dass man auf einer Seite mehr hat als auf der anderen. Wie kann das sein? Und Schrödinger hat gesagt, dass genau diese Fähigkeit, sozusagen zu entmischen, Muster zu bilden, zu selbstorganisieren, und nicht nur einmal ein Kristall wird aussagen, wenn Salz ausfällt aus einer übersättigten Lösung, dann ist es ja auch in gewisser Weise eine Ordnung. Aber das ist dann irreversibel, das ist dann ein Kristall und gut ist. Da geht es nicht ständig, dass er sich ständig neu formiert. Und im lebenden System ist es tatsächlich so, diese Moleküle, die dann alle auf einer Seite sitzen, die tauschen sich auch noch ständig aus. Ne? Die bleiben dann nicht, sondern es wird permanent dieser sozusagen entmischte, dieser entmischte Zustand wird permanent erneuert. Und das ist wirklich, da steht man dann stark davor und sagt, wie kann denn sowas sein? Das ist ja eigentlich ein Wunder. Ist es nicht. Das ist kein Wunder. Das kann man sogar sehr schön herleiten, die chemischen Gesetzmäßigkeiten, mit denen sowas passiert. Natürlich braucht man Energie. Ein System wird es niemals ohne Energieeintrag schaffen. Aber es gibt, und das hat eigentlich Alan Turing sehr schön formuliert, ebenfalls ein Pionier, der, obwohl er eigentlich überhaupt nichts mit der Biologie zu tun hatte, der theoretischen Biologie, der hat sehr schön formuliert, dass durch Energieeintrag und auch durch, Schrödinger nennt es negative Entropie, tatsächlich in der chemischen Reaktion es dazu kommen kann, dass sich Moleküle plötzlich spontan auf einer Seite anreichern. Und Turing hat gezeigt, dass man dazu nur zwei verschiedene Arten von Molekülen braucht, die in einer ganz bestimmten Art und Weise miteinander reagieren. Also man braucht im Grunde, um sowas zu erzeugen, eine Musterbildung, eine Mischung, braucht man ein chemisches Reaktionssystem mit zwei verschiedenen Komponenten. Und die Art und Weise, wie die reagieren, die ist nicht ohne. Aber zwei Komponenten sind zwei Komponenten. Das ist schön für den Physiker zu sagen, okay, dann geht es ja vielleicht doch mit wenigen. Oder jedenfalls weniger als 1000 G. Nur leider hat es ziemlich lange gedauert, nachdem Turing das so formuliert hatte, um wirklich ein biologisches System zu finden, wo es tatsächlich an zwei Molekülklassen liegt, dass es eine Musterbildung gibt. Natürlich hat man jetzt gedacht, Zebrafisch oder Zebra oder Streifen generell, können wir jetzt alles klären, aber leider ist es nicht so. Die Streifen und Zebra, da sind mehr Moleküle beteiligt als zwei. Aber es gibt tatsächlich Systeme, und wir sind fündig geworden, auch durch intensive Kooperation mit theoretischen Biophysikern. Es gibt tatsächlich Systeme in der Biologie, wo es zwei Moleküle miteinander schaffen, Muster zu erzeugen. Und eins der Systeme ist E. coli, die berühmte Bakterienzelle, die in der Biotechnologie so gern verwendet wird, also die weiße Maus, also in der Biotechnologie. E. coli zeigt tatsächlich eine spontane Musterbildung von zwei Molekülklassen. Das sind natürlich ganz viele von diesen Molekülen in der Zelle, aber die sind alle gleich. Ja? Und diese Moleküle oszillieren, die formieren ein
ein Muster, die bilden sozusagen, die sehen sehr schön, die halten sich alle in der linken Hälfte auf und nach einiger Zeit gehen sie in die rechte Hälfte, dass man den Film nochmal laufen lässt, so schön ist. Der ist jetzt schneller, als es normalerweise unter dem Mikroskop aussieht. Unter dem Mikroskop dauert es eine Minute, bis sie von einer Seite zur anderen gelaufen sind, aber es ist immer noch ganz schön schnell. Und wie gesagt, es war relativ bald klar, das sind tatsächlich zwei Proteine, die sowas machen. Und es war auch relativ klar, wozu die das machen. Jetzt komme ich wieder zu dem, was ich gesagt habe, dass manchmal die Zellen Dinge tun, die würden wir anders machen, aber sie macht es halt so. Diese Art der Oszillation benutzt die Zelle, um ihre Mitte festzulegen. Denn die E. coli-Zelle teilt sich immer in der Mitte. Wenn sie groß genug ist, die wächst, die stäbchenförmige Zelle, die wächst sozusagen in eine Richtung, linear, immer länger. Und irgendwann findet sie, jetzt ist es genug, jetzt teile ich mich. Und dann teilt sie sich. Und um das symmetrisch zu machen, dass die beiden Tochterzellen gleich groß sind, gleich viel Erbinformation enthalten, braucht sie natürlich irgendwas, das exakt in die Mitte ist. Und das ist eben diese Oszillation. Diese Oszillation geht immer um die Mitte rum. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Moleküle, die Sie hier hell sehen, dass die im Grunde diesen Teilungsring, den man auf der rechten Seite in Orange sieht, diesen Teilungsring im Grunde immer wegwaschen, dann kann man begreifen, wie es dieser Teilungsring irgendwann nur noch in der Mitte aushält. Weil in den Randbereichen ist einfach zu viel. Ich komme ein bisschen diese Mikrofone da. Und dann knallt es nicht so sehr, wenn ich dagegen schlage. In den Randbereichen ist ziemlich viel von den Proteinen immer, da kann sich dieser Ring nicht anlagern und in der Mitte ist über die Zeit gemittelt relativ wenig davon, da kann er sich anlagern. Und das ist genau der Sinn von den Oszillationen, dass er nämlich der Zelle sagt, hier ist die Mitte. Schön, also wir haben jetzt von den Biologen sozusagen die offizielle Botschaft, für diese Oszillation braucht es nur diese zwei Proteine. Jetzt gucken wir mal, ob wir tatsächlich sowas wie die Musterbildung oder die Mischung tatsächlich hinbekommen, und zwar ohne die Zelle. Was machen wir? Wir holen uns die Proteine raus aus der Zelle, färben sie an mit Fluoreszenzfarbstoffen und tun sie einfach in ein kleines Messgefäß. Dieses Messgefäß hat unten einen Glasboden. Auf diesem Glasboden liegt eine Membran. Die Membran imitiert sozusagen die Innenseite der Bakterienzelle. Und ansonsten ist da gar nichts. Also nur diese beiden Proteine und Energie. Wie gesagt, ohne Energie geht gar nichts. Energie in Biologie heißt ATP. Das ist der chemische Brennstoff sozusagen, der meisten Prozesse in der Zelle. Und wenn wir das alles zusammenbringen, dann sehen Sie sehr schön, tatsächlich, diese Proteine machen eine Selbstorganisation. Und diese Selbstorganisation entspricht, ich denke, viele von Ihnen wissen, das ist jetzt nicht kein Geheimnis, das ist natürlich nicht limitiert auf Lebenssysteme, so eine tolle Musterbildung, das gibt es auch sonst in der Natur. Interessanterweise hat Gerhard Berthe dafür den Nobelpreis bekommen, für ganz ähnliche Strukturen, die dann entstehen, wenn eine Oxidation von CO auf Platin erfolgt. Und da wirkt Platin als ein Katalysator, ein heterogener Katalysator. Genau dieser Katalysator ist die Rolle dieses Katalysators übernimmt in unserem System die Membran. Diese innere Zellmembran ist nicht nur die Hülle der Bakterienzelle, sondern die ist viel mehr. Die ist auch ein Katalysator für solche selbstorganisierenden Prozesse. Und das ist eine ganz wichtige Information, die jetzt auf viel, viel mehr biologische Systeme übertragbar ist. Die Zellmembran, und ich denke, fast jeder Biologe weiß das, die meisten Musterbildungsprozesse, Polarisierungsinhibition und Polarisierung von Gradienten, passiert meistens an Membranen. Das liegt daran, dass die Membran ein wahnsinnig guter Katalysator für sowas ist. Wenn man sich das anguckt, ich hoffe, Sie sehen es einigermaßen, unten rechts sehen Sie jetzt vielleicht so kleine weiße Pünktchen. Das sind die einzelnen Moleküle. Wir können ja, ich habe es Ihnen ja sozusagen in meiner Einleitung gesagt, wir können uns ja einzelne Moleküle angucken. Das heißt, wir können ganz genau gucken, was machen denn in dieser wunderschönen Welle, die Sie da gesehen haben, was machen denn eigentlich die einzelnen Moleküle? Wandern die einfach so? Das wäre ja seltsam, das sollen die wandern. Und die wandern auch gar nicht. Was die machen ist, die diffundieren in Lösung und irgendwann kommen sie an die Oberfläche. Und wenn sie an die Oberfläche kommen, dann kommt das andere Molekül von der anderen Klasse. Also wir haben grüne und rote. Das Grüne geht irgendwann an die Membran, dann kommt das Rote und löst es wieder ab. Und wenn ein Grünes schon da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein weiteres Grünes dazukommt, relativ hoch. Das heißt, die reden miteinander in gewisser Weise. Und eigentlich ist dieser Prozess, den Sie hier sehen, den Sie da oben als wandernde Welle sehen, ist eigentlich gar nichts anderes als die Laola-Wellen im Fußballstadion.
Ja, da wandert auch überhaupt niemand. Und trotzdem gehen die Wellen durchs Stadion. Und das liegt daran, dass die Leute miteinander kommunizieren. Die gucken genau, aha, da sitze ich jetzt alle hin, da muss ich jetzt aufstehen. Und im Grunde ist das, was hier auf molekularer Ebene passiert, was ganz Ähnliches. Und die Gesetzmäßigkeiten sind ganz einfach. Das kann man alles ganz wunderbar, und meine Kollegen aus der theoretischen Physik machen das auch sehr schön, kann man sehr, sehr gut modellieren. Also die, sozusagen, wenn man das im Rechner simuliert, kann man genau diese Muster ansehen. Ich habe gesagt, die Membran ist extrem wichtig. Können wir dann die Membran dahingehend modifizieren, dass wir diese Muster leiten können? Ja, das können wir. Wenn wir die Membran in kleine Streifen schneiden, nicht überall haben, sondern wie so einen roten Teppich im Kamm sozusagen im Wege laufen lassen, dann gehen unsere Wellen, unsere Proteinwellen auf diesem Membranteppich tatsächlich auch ganz folgsam um die Ecke. Und man könnte sogar ganz blöde Pfade laufen lassen, aber was wirklich ganz interessant ist, ist, wenn man jetzt rechteckige Teppiche hat. Da haben wir in unserer Naivität gedacht, naja, die sollten ja eigentlich die lange Achse finden. Warum laufen die denn nicht so? Ja, die finden die lange Achse, die wissen nur besser, was die lange Achse ist als wir, nämlich die Diagonale. Das heißt, die laufen immer in die Diagonale. Es ist tatsächlich so, dass diese Wellen, diese Proteinwellen, aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten immer die längste Achse finden in einem Membransystem. Warum? Das müssen sie tun, damit die Zelle weiß, wo die lange Achse ist, entlang derer dieser Teilungsring positioniert wird. Die wollen den Teilungsring ja nicht sozusagen in der Höhe positionieren, sondern in der Mitte der langen Achse positionieren. Das heißt, das Gehirn dieses Entscheidungsprozesses, wo diese lange Achse ist, wo dieser Ring positioniert wird, der steckt in der physikalischen Chemie. Der steckt in der physikalisch-chemischen Reaktion dieser beiden Molekülen. Schön. Schön. Wir müssen natürlich auch irgendwie zeigen, dass wir diese Oszillationen hinkriegen. Und die kriegen wir hin, indem wir nämlich nicht einfach mehr ein ganze, sozusagen, großes Reagenzglas, alles gleichförmig mit Membran überdecken, sondern dass wir uns limitierte Strukturen schaffen, die im Grunde genauso aussehen wie Bakterienzellen. In dem Fall sind das so kleine Badewannen, die schneiden wir in Softpolymer, also im Grunde ist was die, wie heißt es? Silikon, genau, Silikon. Also jetzt fällt ja immer der deutsche Name dafür ein. Also es sind im Grunde einfach kleine zellgroß- und zellstrukturähnliche Silikon-Badewannen, die kleiden wir mit Membran aus, denn die Membran brauchen wir. Und dann geben wir die Moleküle da rein und die machen genau das, was die Bakterienzellen auch machen. Oszillieren, schön, toll und brav, von einer Seite zur anderen. Und nicht nur das, sondern sie zeigen sogar genau wie in E. coli-Zellen die gleiche Abhängigkeit von der Länge dieser Badewannen. Das heißt, wenn sie die wachsen, natürlich wachsen sie nicht, sondern müssen die in unterschiedlichen Größen anbieten, dann können Sie genau sehen, dass die Periode immer größer wird, je länger diese Badewannen werden. Und das wirklich Interessante war, dass als wir dann die Größe gewählt haben, die der Größe entspricht, bei der sich die Bakterienzelle teilt, da haben wir dann gesehen, dass diese Welle sich auch teilt. Diese Oszillation splittet sich auf in zwei Tochteroszillationen. Und wieder kann ich nur sagen, das ist das Gehirn dieser chemischen Reaktion. Da braucht es keinen anderen zusätzlichen, kein anderes Molekül, das dann diese Oszillation sagt, so jetzt muss ich aufspalten. Nein, das ist dieses System und kein anderes und das macht es sozusagen von selber. Das heißt, da ist ein wirklich sehr, sehr simples System am Werk, das unglaublich viel kann. Teilen kann es sich noch nicht. Es kann nur die Teilungsregel festlegen. Natürlich haben wir jetzt auch ein bisschen Biochemie gemacht. Ich bin der Max-Planck-Institut für Biochemie und haben versucht, diese Proteine ein bisschen zu verändern. Wir wissen ziemlich genau, wie die aussehen. Wir können mutieren. Und das Interessante ist tatsächlich, dass nur eine einzige Mutation in diesen Proteinen nicht etwa die Funktionalität komplett aufhebt, aber die Muster komplett verändern. Also Sie sehen jetzt in der mittleren, das ist die einzelne Mutation, da sehen Sie jetzt, dass diese Pol-zu-Pol-Oszillation nicht mehr da ist und dass deswegen die Proteine im Grunde im Kreis laufen. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr mutieren, dann können Sie in dem letzten Filmchen sogar etwas sehen, was jetzt ganz bestimmt nicht will, nämlich eine Oszillation zwischen sozusagen Deckel und einem Boden. Weil der Teilungsring, da kann er nicht hin. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Interessanterweise gibt es aber Bakterien, die sich tatsächlich in der Richtung teilen. Das gibt alles. Aber mit denen haben wir noch nicht gearbeitet. Aber immerhin, also sozusagen, das sieht man, wie wahnsinnig gut das natürliche System, dieses Proteinsystem, diesem
dieser Aufgabe angepasst ist, tatsächlich die Teilungsebene festzulegen. Eine einzige Mutation, das funktioniert nicht mehr. Gut, ich habe ja schon gesagt, das ist nicht da, wo wir hinwollen. Wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen eigentlich tatsächlich einen, ich sage jetzt nicht, dass wir eine lebende Zelle schaffen wollen. Ich glaube, das wird knapp mit meiner aktiven Zeit. Aber was wir tatsächlich schaffen könnten, das glaube ich ganz fest dran, ist die Zellteilung. Die Teilung einer zellähnlichen Struktur sozusagen aus eigener Kraft. Also jetzt ohne, dass man dagegen haut oder sonst was. Natürlich, man kann Membransysteme, also wenn man sich jetzt eine Zelle als eine Membranhülle vorstellt, das ist überhaupt kein Problem, eine Membran zu teilen. Das ist im Grunde wie eine Seifenblase, man pustet dagegen und sie geht in zwei. Aber das sollte ja gerade nicht passieren, sondern es soll autonom passieren. Es soll sich von selber teilen. Und wenn wir jetzt E. coli, natürlich bleiben wir nicht bei E. coli, denn auch dieses ist viel zu kompliziert. Allein dieser Ring, den ich da sozusagen orange gezeichnet habe, dieser Ring hat 20 Proteine allein. Ja, die wollen wir natürlich nicht alle aufreinigen, da wird das ganz unübersichtlich. Aber im Grunde kann es ja nicht so schwer sein, irgendwie so ein System dazu zu bringen, sich seine Mitte, da sind wir ja schon sehr weit, die Mitte festzulegen. Und dann braucht es aber noch irgendwas, das diesen mechanischen Impuls gibt, dass es nicht nur die Mitte festlegt, sondern auch noch da irgendeine Art von Einstellung anfängt, sodass am Schluss tatsächlich zwei Tochterzellen existieren. Und jetzt brauchen wir Moleküle, das tatsächlich diese Einstellung macht. Und da liegt es natürlich nahe, erstmal mit dem anzufangen, das wichtigste Molekül in E. coli ist, nämlich, jetzt sieht man fast gar nichts mehr, links oben in der Ecke sehen Sie eine E. coli-Zelle, und da ist der Ring nicht mehr orange, sondern grün, und jetzt ist es auch kein gemalter mehr, sondern das ist tatsächlich der echte Teilungsring. Und das Protein, das da markiert ist, das heißt FTSZ, und das ist im Grunde sehr verwandt unserem menschlichen Zellskelettprotein. Das bildet tatsächlich einen sehr klaren Ring aus. Also wenn man das Protein aufreinigt, die Moleküle zusammenbringt, in Lösung und auch wieder Energie zugibt, dann sieht man, dass sich da, das sind jetzt so kleine Membranblasen, und da haben wir ohne dieses Protein draufgegeben, und dann sieht man, dass sich das schon, die E. coli-Zelle selbst ist nur ein Mikrometer im Durchmesser, wenn man es auf größere Membranblasen draufwirft, dann sieht man, dass sich so kleine Locken bilden, die immer so im größenordnungsmäßig ein Mikrometer, also in der Größenordnung, wo dieser Ring eben auch in der Zelle zustande kommt. Und was man eben auch sieht, und das ist sehr wichtig, wenn man diesen Ring, diese Proteine auf eine sehr, sehr weiche Membran, die also sozusagen ein bisschen schlabberig ist, drauf wirft, dann sieht man, dass es tatsächlich durch diese Vorkrümmung dazu kommt, dass diese Membran sich eindrückt. Also die Membran wird tatsächlich verformt durch diese Molekül. Wie lange habe ich eigentlich noch Zeit? Ich muss gleich langsam aufhören. Ne? Ich will jetzt, ich mache es ganz schnell. Ja, also ich will nicht, ja. Das ist so schön hier. Das ist 5 Minuten? Ja? Okay. Also, was wir hier gezeigt haben, ist, dass wir tatsächlich durch diese Proteine, die ja eigentlich diesen Teilungsring festlegen soll, diese Min-Proteine heißen die da hin und her oszillieren, dass tatsächlich in der Lage sind, diese kleinen Min-Proteine zu positionieren. Das sehen Sie hier im rechten oberen Filmchen. Wo die Grünen sind die Roten nicht, und wo die Roten sind die Grünen nicht. Also die Grünen waschen tatsächlich die Roten weg. Und das kann man dann in diese kleinen Kammern bringen, und da sehen Sie dann sehr schön, dass genau das passiert, was in Zellen eben auch passiert, dass nämlich über die Dauer der Oszillation tatsächlich sich sowas wie ein stationärer Ring ausbildet. Diese Proteine, die das festlegen, sind immer diesen Rot, und diese anderen, die den Ring bilden, die sind die kleinen, die sind hier blau angedeutet, das ist noch kein einzelner Ring, das liegt aber einfach daran, dass das Ding eben noch keine geschlossene Zelle ist, sondern eine Badewanne oben offen ist. Deswegen kriegen wir auch keinen einzelnen Ring hin. Aber Sie sehen sehr schön, dass die Positionierung dieser Ringproteine in der Mitte tatsächlich passiert. Und zwar von selber. Ja, das ist alles selbst organisiert. Und wir können jetzt mittlerweile eben auch zeigen, dass es in kleineren Dimensionen tatsächlich Ringe gibt. Und diese Ringe sich auch interessanterweise, ich sage ganz kurz durch, die sind nicht stationär, wie man das vielleicht sich denken könnte, dass die immer gleich groß sind, sondern die bewegen sich, also die laufen immer im Kreis, und das liegt daran, dass immer Moleküle vorne dazukommen und wieder abgehen. Wir haben dann so ein paar interessante Entdeckungen gemacht, dass diese Umdrehungsrichtung, ob das jetzt rechts rum oder links rum dreht, das hängt davon ab, auf welcher Seite die von der Membran angeankert werden.
Und interessanterweise gibt es auch die Richtung vor, in der die Membran eingedrückt wird. Wenn die rechts rumlaufen, dann wird die Membran nach innen eingedrückt. Wenn sie links rumlaufen, dann wird die Membran nach außen rausgezogen. Also ist alles ganz interessant, aber ich glaube, jetzt muss ich Ihnen wirklich den Schluss hier ersparen. Wir gehen jetzt mal bis zum Schluss. Ups. Denn im Grunde kommt nicht mehr viel. Und vielleicht sollte ich noch darauf hinweisen. Wir haben ein Forschungsverbund innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Ich bin jetzt also nicht mehr alleine, sondern habe noch ganz viele Kollegen aus verschiedenen Städten, im Max-Planck-Institut übrigens auch hier aus Heidelberg, der Herr Spatz am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin. Und hier habe ich Potsdam aufgetragen, weil ich das letzte Mal in Potsdam gezeigt habe. Aber hier am Schluss wollte ich auf jeden Fall nochmal die Leute zeigen, die Arbeit machen. Das bin nämlich schon lange nicht mehr ich. Also ich mache zwar auch welche, aber vor allem am Computer. Das ist mit unserem herrlichen Schloss Ringberg, unser letzter Retreat, wo wir alle zusammen gesessen haben und gewandert sind und besprochen haben, was als nächstes kommt. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Es taugt mir leid, dass ich so fürchterlich über die Zeit gegangen bin. Ich danke Ihnen.